herzlich willkommen zu meinem angeknabbert, ungetestet Video hier auf meinem Kanal. Ist es Teil 8 oder Teil 9? Ich weiß es nicht mehr. Ihr werdet es ja sehen in der Beschreibung unten. So, ich habe ein paar asiatische Produkte noch, die ich euch noch zeigen möchte. Inklusive ein Getränk. Uhuhu, wieder ein Pokémon, ein Geist-Pokémon. So, ich fange an mit Pookie. Pookie kennt man ja, ne? Gibt es ja verschiedene Sorten. So. Ja. Habe auch mir extra eine Schere zugelegt, um auch Dinge aufzubekommen. So, die sind wieder so einzeln verpackt. Also du hast zweimal diese einzelnen Verpackungen. Ja, finde ich voll unnötig, aber okay. Ne? Hast du wieder zwei einzelne Verpackungen mit jeweils ein paar Stück so in drin. So, ich mache aber die jetzt auf. Hier oben steht sogar Open, also Open. So. Sehen halt aus wie diese Mikado-Dinger, ne? Diese Mikado-Sticks. Ja, sehen halt wirklich so aus. Mit Schokolade dran, so. Ja. Schmeckt nach Honig und Schokolade. So. Danach kommen diese Pookies mit Erdbeergeschmack. Ich glaube, die sind auch wieder zweimal verpackt. Ja. Nee, einmal. Einmal. Eine ganze Packung. Ja. Auch wieder so verpackt, ne? Diesmal eine ganze, nicht zwei einzelne. Und ja, sehen halt so aus. Also erdbeermäßig. Schmecken gut. Hier wollte ich euch noch zeigen, die haben sogar Werbung gemacht, noch für andere Sorten von Pookie. Hier auch nochmal. Hä? Wo? Hier oben. Dann nochmal andere Sorten. Viele davon kenne ich ja schon. Durch diese Asia-Boxen aus Amazon. Schleichwerbung, ich weiß. So, was gibt es danach? Zum Nachtisch gibt es eine Tafel Schokolade. Die ist von Fodis Adventskalender für Kinder. Ja, Haselnuss, Kokomilch und ja, bin gespannt, ob sie auch gut schmeckt. So sieht sie halt aus. Große Stücken, muss ich sagen. Vielleicht mal hier eine Schere am Start, ne? So. Ja, das Ding mit einer Schere ist definitiv besser. Ja. Nur, ich kann es irgendwie nicht richtig aufschneiden. Dabei stelle ich mich etwas nicht so schlau an. Nö, ich krieg das auch nicht auf. Doch. Jetzt habe ich hier schon mal eine Lücke. Okay, gut, ja. Ach, okay. Das war jetzt eine schwere Geburt. Ich mache jetzt hier einfach ein Stückchen ab, ne? Bin gespannt. Oh, fällt schon das andere Stückchen mit raus. Auch nicht schlecht, ist nicht so schlimm. So, hier ist ein Stück. So. Schmeckt nach dunkler Schokolade und ein bisschen Nuss. Ja. Okay, ich habe ein bisschen Durst. Ich trinke jetzt das hier. Habe ich auch aus dem Goasialan. Hier ist so ein Gengar mit drauf. White Grape Flavor. Ich bin gespannt, ob das gut schmeckt. So, Pokémon. Ja, Ocean Bomb. Fülle ich mir mal wieder im Glas ab, weil ich finde es irgendwie besser aus dem Glas zu trinken als aus so einer Dose. Kommt ein bisschen eleganter rüber. So, mein Glas. Na, sieht man das in die Kamera? So ein bisschen. So. Ja, mit Kohlensäure, wie man sehen kann. Definitiv mit Kohlensäure versetzt. Und das sieht auch wieder so durchsichtig aus. Also, das Ding hat irgendwie überhaupt keine Farbe. Einfach nur ein Getränk mit Kohlensäure. Ja, auf jeden Fall. So. Und der schmeckt, ja, sehr süß.
Es schmeckt sehr süß. Ja. Aber es ist okay. Es schmeckt besser als dieses Pikachu-Zeug. Ne? Verlinke ich euch hier oben im Video, da wo ich Pikachu mal getestet habe als Trink. Als so eine Dose, wo Pikachu drauf war. Pikachu war echt schlimm. Ich habe den Geschmack nicht erraten. War ein sehr komischer Geschmack, der mich an irgendwas Schlimmes erinnert hat. So, jetzt habe ich hier diese Yum Yum. Diese hier, ne? Sehen aus wie diese Pookie Sticks. Ich hoffe, es sind die nicht. Auch wieder Erdbeer. Aber hier oben, ich glaube, du hast sogar diese Füllung da mit drin. Also man kennt doch diese Nutella Sticks. Und das gleiche nur als, ja, Erdbeer Sticks. Ja, natürlich. So. Ich nehme jetzt diesen Stick. Ist wie bei den Nutella-Stick. Also es ist das gleiche Prinzip, ne? So. Und. Ja. Schmeckt nach Erdbeer. So, und Erdbeer ist aber nicht viel drin, muss ich sagen. Wie bei den Nutella ist ja auch nicht so viel Schokolade. Aber hier, eine Menge von den Keksen hier, ne? Ja. Das gleiche wie beim Nutella-Prinzip. Das gleiche. So. Was habe ich hier noch? Diese Kekse mit Erdbeergeschmack. Hier sogar nochmal auf Deutsch. Reiskekse. Hier, so, ne? Mit Erdbeergeschmack. Ich muss mich ein bisschen beeilen, weil mein Akku nur noch einen Balken hat. Und mal gucken, ob es sich noch lohnt oder nicht lohnt. Also wenn ich hier irgendwann abgebrochen habe, dann tut mir das auf jeden Fall leid, ne? Ja, ich hätte meinen Akku auch laden sollen, aber auf die Idee komme ich doch nicht. Ja, diese Kekse sind nochmal in so einer Plastikschale verpackt. So, ungefähr, ja, 8 Stück sind drin. So, ne, Kekse, kann man gut sehen, super. Ganz normale Kekse. Mhm. Ja. Schmeckt nach Erdbeer. Nach künstlichen Erdbeer. So, hier habe ich so eine Bite Cake. Soll irgendwie auch nach Erdbeer schmecken. So. Bin ich gespannt. So, erstmal die Verpackung aufbekommen. Alles klar. Okay. Ah, die sind so verpackt. Guckt euch das an. Die sind nochmal verpackt. Und zwar wie bei dem Pupi, aber in vier. In vier von den ganzen Dingern. Also du kannst sie halt so trennen, hast du nämlich zweimal. Ne? Von denen. Das finde ich nicht in Ordnung. Finde ich voll in Ordnung. So, da habe ich auch nochmal diese zwei. In der Minimu und raus bist du. Ja, okay, nehme ich halt die hier. Cool. Mache ich mal auf. Nur für euch. Schreibt doch in den Kommentaren, ob ihr auch einen Goasi-Alarm bei euch in der Nähe habt oder in der Stadt. So sehen die halt aus, ne? Sehen halt so ein bisschen rot aus wegen dem Erdbeer. Ja. Schmecken voll nach Erdbeer. So. Das letzte Produkt, ich glaube, das habe ich schon mal gezeigt. Das sind diese Krabbensticks. Ja, Crank Cracker. Krabbe. Hier. Oh, die riechen auch schon so nach Fisch. Also die riechen wirklich total. So, sehen halt so aus, ne? Aber ich glaube, die habe ich euch schon mal öfter im Video gezeigt. Kann das irgendwie sein? Ich weiß es nämlich nicht. Keine Ahnung, aber ja. Mhm. Schmeckt nach Krabbe, nach Fisch. Und irgendwie habe ich jetzt hier ein schlechtes Bild. Tut mir leid, warum habe ich ein schlechtes Bild? Ach, jetzt geht's wieder, okay. Jetzt ist das Bild wieder super. Ja, so sehen die halt aus. So. Nochmal was nachtrinken von meinem Pokémon-Getränk. Ja. Das war's zu meinem
neuen Video angeknabbert und getestet Video. Ich werde meinen Akku laden und dann noch ein Video hinterher drin, denn ich habe noch genug Produkte, die ich einfach mal zeigen möchte und ja, einfach mal zeigen möchte. Genau, das war's. Peace. Hier noch. So.